Hallo und herzlich willkommen in Claudias Küchenexpress. Wir haben Tomatenzeit, die Sträucher hängen voll und sie werden jetzt nach und nach reif und irgendwie verzweifelt man bei der tollen Ernte und weiß nicht wirklich, was man damit machen soll, ne? Tomatensaft, ja, gut, Tomatensalat ist auch nicht schlecht, aber wie wär's mit Ketchup? Und wenn ihr den nachher noch einkocht und das geht ganz leicht im Backofen, dann habt ihr sogar bis Ende des Jahres noch was davon? Vielleicht auch bis in die nächste Saison, je nachdem, wie viel Ketchup ihr verbraucht. Aber der ist sowas von super lecker. Ich zeige euch mal, wie wir es machen. Wenn ihr einkochen wollt, müsst ihr darauf achten, dass ihr sehr, sehr sauber arbeitet. Das heißt, die Flaschen, in denen der Ketchup reinkommt, die müssen wirklich 5 Minuten mit kochend heißem Wasser aufgefüllt worden sein und stehen lassen. Die Deckelchen auch. Die Tomaten sehr, sehr gut waschen, genauso wie der Paprika. Das ist ganz wichtig, sonst könnte es dann doch in die Hose gehen. Und wie man es einkocht, das zeige ich euch im Anschluss. Ihr braucht also 1000 Gramm Tomaten, 180 Gramm Paprika, dann haben wir 130 Gramm rote Zwiebel halbiert, zwei große Knoblauchzehen. Und eine Chili, bitte entkernen, sonst wird es zu scharf. Dann brauchen wir noch 100 Gramm Weißwein oder Rotweinessig, das, was ihr am liebsten mögt. Eine Prise Nelken habe ich hier zusammengestellt, zusammen mit einem Viertel Teelöffel Senfkörner. Da habe ich die gelben genommen. 10 Stück schwarze Pfefferkörner. Ein Lorbeerblatt, ein Teelöffel Paprikapulver. Wenn ihr alleine seid, keine Kinder habt, könnt ihr auch dieses Paprikarosenscharf nehmen. Aber weil wir halt Kinder haben und die essen mit, nehme ich das Edelsüße. Eine Prise Cayennepfeffer. Dann brauchen wir noch einen Teelöffel Salz und 100 Gramm braunen Zucker. Wir werden den Spritzschutz gleich brauchen, aber zuerst geben wir unsere Tomaten hinein. Und zwar werden wir sie einfach alle vierteln und reinschmeißen. Dann nehmen wir unsere Paprika und die schneide ich einfach in grobe Stücke. Kommen auch rein. Unsere Chili, Zwiebel und Knoblauch. Im Übrigen habe ich eine Dreiviertel Zwiebel übrig gehabt. Und dann habe ich hier so eine tolle Frischhaltekugel. Dann stinkt der Kühlschrank nicht und man muss nicht ständig Frischhaltefolie verschwenden. Also diese Teile sind wirklich super, findet ihr auch unten in der Empfehlungsliste. Gut, das Ganze wird jetzt zerkleinert. Setzt ihr den Deckel auf mit eurem Messbecher und das zerkleinern wir 5 Sekunden auf der Stufe 7. Sekunden nur und schaut euch das Ergebnis an. Ist doch Wahnsinn, oder? Also ich bin immer wieder begeistert. Wenn ich das jetzt alles mit irgendeinem Pürierstab machen müsste, klein würfeln müsste und ich würde ja verrückt. Also dieses Teil ist klasse. Jetzt kommt noch der Essig dazu und zwar 100 Gramm. Das sind 100 Gramm. Deckel drauf, Messbecher raus und den Spritzaufsatz. Ich habe hier auch so einen kleinen Siebeinsatz, den habt ihr bei mir öfters gesehen. Der ist jetzt dafür nicht tauglich. Dafür ist der Topf zu voll und spritzt es trotzdem raus. Der Spritzschutz hier, also der Gareinsatz, der ist in diesem Fall besser, ist auch schwerer und von der Höhe, das ist also optimal. Ihr geht hin und stellt es ein auf 40 Minuten, ja genau, 40 Minuten auf 120 Grad.
Stufe 2. Dann wollen wir mal das Zwischenergebnis sehen. Ja, das sieht gut aus. Ich hole mal gerade den Spatel. Schaut mal. Das sieht doch schon mal richtig gut aus. Der ist gut eingekocht. Jetzt kommt allerdings noch das Salz dazu und die Gewürze. Das war ein Teelöffel Salz. Die Gewürze mit dem Lorbeerblatt. Ah, da klebt allerdings noch ein bisschen von der Nelke. Das wollen wir mit drin haben. So. Und 100 Gramm braunen Zucker. Bingo. Hat ja genau geklappt. Und das Ganze wieder aufsetzen. Nochmal 20 Minuten auf 120 Grad, Stufe 2. So sieht er jetzt aus. Sieht man's? Ja. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende, weil es muss noch püriert werden. Weil so ist er natürlich noch zu grob. Und das machen wir. Seht ihr, also das ist das, was oben aufgekocht ist. Ganz am Anfang, als der Topf noch so voll war. Wir wollen das jetzt pürieren und zwar eine Minute lang. Wir beginnen mit der Stufe 5 und gehen dann langsam hoch bis auf Stufe 10. Dann könnt ihr das aus dem Deckel gerade rauskratzen. Und ihr seht, wie fein er ist. Also der ist super, super fein geworden. Und jetzt habt ihr euch ja schon eure Flaschen kochend heiß ausgespült. Ich stelle die Flaschen, die heißen Flaschen, immer auf ein feuchtes Tuch, weil das verhindert im Endeffekt das Platzen beim Einfüllen. Ich gehe da so ein bisschen auf Nummer sicher. So. Meine Kinder, die lieben den selbstgemachten Ketchup. Vor allen Dingen, weil er ist nicht so extrem süß. Ihr könnt natürlich auch statt braunem Zucker Honig nehmen oder Agavendicksaft. Das ist jetzt wirklich euch überlassen. Ihr müsst halt sehr darauf achten, dass die Flaschenränder oder die Glasränder dabei sauber bleiben. Das sind jetzt 500 Milliliter Flaschen. Und ihr seht, eine bekommt ihr bestimmt voll. Und ich habe halt nicht so viel Tomaten auf dem Balkon.
Viele von euch haben ja Gärten und haben natürlich dann Unmengen an Tomaten. Und ich denke, das Einkochen macht dann Sinn für euch. Wenn ihr nun einkochen wollt, dann nehmt ihr entweder die Fettpfanne aus eurem Backofen, falls sie tief genug ist, oder ihr habt hier so eine Auflaufform. Dann legt ihr euch einen nassen Lappen unten rein, heizt den Backofen auf 90 Grad, stellt dann eure fertigen Flaschen oder Gläser drauf. Also bei mir würden jetzt hier 6 Stück reinpassen. Dann schiebt ihr das auf das Rost, mittlere Schiene. Gießt heißes Wasser vorsichtig dazu, so dass es ungefähr 2-3 cm hoch ist. Und lasst es am besten 60 bis 90 Minuten darin einkochen. Dann schaltet ihr den Ofen aus und lasst es noch abkühlen für ca. 30 Minuten. Und dann könnt ihr die Sachen aus dem Ofen rausholen und dann vollständig auskühlen lassen. Und dann sind die sehr, sehr, sehr lange haltbar bis zur nächsten Saison. Dies einfach nur als Tipp, wenn ihr größere Mengen an Ketchup einkochen wollt oder Soßen, die ihr gekocht habt, wenn ihr sie einkochen wollt, dann einfach bei 90 Grad und ab in den Ofen rein, wie ich es euch erklärt habe. Und dann habt ihr lange was davon. Oder ihr macht es euch wirklich einfach. Ihr friert es ein. Wenn ihr eine große Gefriertruhe habt, geht das natürlich auch. Dann solltet ihr nur die Flaschen nicht ganz so auffüllen, weil ja dann doch von dem Wasser, was drin ist in den Tomaten und mitgekocht wurde, das dehnt sich dann doch noch ein bisschen aus und dann solltet ihr die Flaschen nicht ganz so voll machen. Aber ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Ketchup zubereiten. Es gibt nichts Leckereres und Fruchtigeres als selbstgemachten Ketchup. Ich freue mich jeden Sommer darauf, wenn ich das machen kann. Ja, habt ihr den Kanal noch nicht abonniert, dann habt ihr jetzt die Chance dazu. Hier unten in der Ecke ist ein Wasserzeichen, klickt einfach drauf. Wenn ihr das Glöckchen aktiviert, bekommt ihr immer eine Benachrichtigung und freut euch auf das, was dann auch kommen wird. Bis dann, eure Claudia. Ciao.